So Leute, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Silber in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part sind wir aufgebrochen nach Mahagonia City, haben zudem den 6. Orden von Jasmin erhalten, aus Oliviana City. Genau, und wir haben den Kesselberg so ein bisschen erkundet und der Kesselberg, der bietet eigentlich nicht viel, außer ich glaube, sobald man tatsächlich Kaskade hat, kann man sich dort eine Rabauts im normalen Spielverlauf abholen. Von daher werden wir den wahrscheinlich nie normal aufsuchen, aber mal schauen. Mal schauen. Hier kamen nur Wanderer vorbei, die auf dem Weg zum See des Zorns waren. Genau, denn ja, erstmal wirkt der Schutz nicht mehr und hier ist erstmal Route 43, bevor wir zum See des Zorns kommen. Route 43, See des Zorns, Mahagonia City. Ja, wunderbar. Sind natürlich ein paar Trainer, aber wir werden erstmal unseren Encounter finden hier oder Encounter fangen. Genau, schauen wir mal, was wir bekommen. Ein Nidoking nehme ich an sich gerne. Ja, warum nicht? Haben wir zwar schon mal Steak aus unserer ersten Nuzlocke, aber ist ja kein schlechtes Pokémon grundsätzlich. Ist ja kein schlechtes Pokémon, ne? Also würde ich durchaus nebenfalls mal Not am Mann sein sollte. So, aber ich würde sagen, ich wechsle erstmal zu Cleveland, denn ich will natürlich das Pokémon einschläfern. Ach ja. So, aber erstmal Zerschneider nochmal. Und zerstört ist auch egal. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Aber ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass es so weit so viele Level unter mir ist. Von daher wäre es dumm. Aber das ist okay. Das ist okay. Passt schon. Man kann so viel unternehmen mit seinem Pokémon. Das macht unheimlich viel Spaß. Ich sollte aber echt mal mehr auf meine Pokémon hier achten und mehr Pokémon fangen. Naja, egal. Wieder ein Pokémon hergeschenkt. Quapsel. Das ist keine Aufgabe für Jefferson. Das ist keine Aufgabe für dich. Komm, da kann Carter mal ran. Ich meine, Cleveland ist schon auf Level. Auf dem passenden Level. Und hier hätten wir auch schon hingehen können, oder? Das ist Level 17 hier. Das ist unglaublich. Diese Levelkurve in Gelb in den ersten zwei Gens ist sowieso so merkwürdig. So verdammt merkwürdig. Aber was soll's. Was soll's, nicht wahr? Kann ich auch nichts dran ändern. Da sind wir jetzt ein bisschen overlevelt, aber ich kann da auch nichts führen. Ich kann da auch nichts gegen machen, du. Dass die hier so viel so geschwächt sind oder so schwach sind. Das ist halt der Levelverlauf des Spiels. Das ist eine ganz komische Levelkurve. Wird aber in späteren Editionen auf jeden Fall besser. Also mal mehr, mal weniger. Oh, jetzt wach auf, Gengar. Jetzt wach endlich auf, bitte. Ich bräuchte... Nee, Traumfresser wirkt nur, wenn der Gegner schläft. Das wäre ja dumm. Ich wollte gerade sagen, bräuchte Traumfresser, aber das ist genau andersrum, nur andersrum wirksam. Naja, gut. Kingla, das kann wenigstens mich nicht einschläfern. Immerhin etwas, nicht wahr? Und gleich kommt hier Guillotine. Nee. Aber es wird ja nicht treffen, weil Guillotine trifft nur Pokémon, die vom niedrigeren Level sind, oder K.O.-Attacken treffen, glaube ich, immer nur Pokémon, die vom niedrigeren Level sind. Wenn ich das so richtig im Kopf habe. Meryl, hast du? Ich habe dazu Meryl, ich bin cooler, hihi. Aber Meryl überlebt sogar eine Attacke. Nicht gar nicht erwartet. Hätte ich so gar nicht kommen sehen, aber na gut. Von mir aus. Von mir aus. Damit sollten wir auch ein Level-Up für Carter erreichen. Wunderbar. Wunderbar. Und Kemper Moritz wurde besiegt. Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Oh nein, wie schrecklich. Tipps für Trainer. Alle Pokémon haben Vor- und Nachteile. Das hängt ganz davon ab, welchem Element sie angehören. Wenn zwei Pokémon unterschiedlicher Elemente, kann sogar ein Pokémon verlieren, das einen höheren Level hat. Finde heraus, welche Elemente effektiv oder ineffektiv gegen eine Pokémon sind. Das kam ja früh, die Information. So. Naja, gut. Team Rocket, hallo. Stehen geblieben. Der Wegzoll beträgt 1000 Poké-Dollar. Vielen Dank. Sauerei. Sauerei hier. Ist
Das ist unglaublich, was die einem abknöpfen. Top Äther, keine weiteren Items mehr. Vielleicht sollte ich mal Items einsetzen. Ich weiß nur nicht was. Na ja, komm, Sonderbonbon können wir mal einsetzen. Ja, Roosevelt hat sich eins verdient, bitteschön. Ich weiß nicht, Äther. Kann man immer mal hier brauchen, von daher nehmen wir es mal mit. Gerade weil unsere Pokémon alle relativ schwache AP haben, so, also halt relativ wenig. Ist alles noch Route 43, okay. Muss mich darauf achten, mal mehr beim See des Zorns ankommen. Sollte ja oben sein, ne? Aber gehen wir erstmal wieder zurück. Ja, Nido. Nidoking haben wir natürlich nicht gefangen. Ist aber auch nicht schlimm weiter. Ist nicht weiter schlimm. Ah, setzen wir erstmal einen Schutz ein. Ich habe gerade keine Lust hier, ganze Zeit angefallen zu werden von Pokémon. Ist schon besser, wenn wir da einen Schutz einsetzen. Und uns mal hier um die Trainer kümmern. Hey, hast du seltene Pokémon? Ja, es geht. Es geht durchaus. Das ist der Marshawk. Na gut. Auch wieder kein Fall für Jefferson. Alles kein Fall für Jefferson hier. Marshawk sieht verdammt komisch aus mit seiner Farbgebung. Dieses rötlich-graue sieht irgendwie scheiße aus. Ich finde die Farbgebung von dem heutigen Marshawk schon besser mit dem Lila und Gelb so ein bisschen. Ne? Sieht schon besser aus als heutige Marshawk. Aber gut. Weg mit Taro. Meine armen Pokémon-Lieblinge. Oh nein, wie schrecklich. Da habe ich dir wohl gegeben. Gehst du auch zum See des Zorns? Spielen wir ein bisschen? Nein. Ich will nicht. Ich will nicht mit dir spielen. Ach ja, Picknickerin Ilona. Setzt ein Nummer ein. Das können wir regeln mit. Das können wir regeln jetzt mal mit Jefferson. Die können wahrscheinlich alles mit Jefferson regeln, weil ja, die sind auch Level... Hau mich tot. Nicht wirklich hochgelevelt. Das ist echt traurig, diese Levelkurve, aber... Ich weiß auch nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Ich weiß das doch auch nicht. Naja. Ich habe zu lange gespielt. Da hättest du mal ein bisschen weniger spielen sollen. Gut, wir gehen jetzt nicht runter, sonst müssen wir nochmal Wegzoll bezahlen. Das wäre nicht so schön. Das wäre nicht so schön, müssten wir nochmal Wegzoll bezahlen. So, und sie sind. Stell dir mal vor, so ein Silber hat sich über mein Pokémon lustig gemacht. Unverschämtheit, mein Pokémon ist toll. Achso, Silber, ja klar. So ein Silber, ja, ist logisch. Ist doch logisch, wer das war. Bluebella, naja. So ein ganz schnickes Pokémon. Du, ich würde jetzt nicht drüber lachen, du. Also, geht schon. Vor allem hat er doch wahrscheinlich, Scheiße. Oh nee, nicht Lavita. Mann, ich habe mich über das Portal gefreut. Oh, das ist scheiße. Außer scheiße. Warum denke ich nicht an die scheiß Vierfach-Effektivitäten? Oh, ich wollte sagen, vor allem, weil Silber doch wahrscheinlich das gleiche Pokémon hat. Oder zumindest die andere Entwicklung davon. Oh Mann. Nicht Lavita. Jetzt muss ich mir ein Pokémon fangen. Mein Nidoking hat sich wacker geschlagen, das war kein Nidoking. Oh, ist das eine Kotze schon wieder. Mann. Ich bin gerade ziemlich am Boden, vielleicht liegt das an dem Item, das ich benutze. Kämpfen wir? Das hebt vielleicht meine Laune. Ja, meine Laune ist auch gerade am Boden. Mann, nicht Lavita. Ey, das ist zum Kotzen. Und jetzt unter so ein scheiß Angler mit 3-4 Dratini. Oh Mann. Das ist scheiße.
Warum? Warum? Also Level 10, warum überlebt es das? Unglaublich. Mann, das ist zum Kotzen. Ich habe mich so über Lavita gefreut. Beziehungsweise Despota dann im späteren Verlauf. Wäre so cool gewesen. Aber nee. Ich denke mal wieder nicht an die Vielfacheffektivitäten, Und ich habe auch nicht erwartet, dass Blättertanz kommt. Ich dachte, da kommt jetzt sowas wie scheiß Wachstum oder so ein Shit. Und dann wäre es down gewesen. Mann. Kotzt mich schon wieder an. Oh, Dratini, ich kotze mich auch gerade an. Alles kotzt mich gerade an. Ihr kotzt mich an. Nee, Spaß ihr nicht. War. Ja, das ist doch scheiße. Mann. Lavita. Dabei habe ich die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit Lavita so gut durchgebracht. Und dann sowas. Dann sowas Dummes. So ein dummer Tod schon wieder. Dragoran, fick dich doch. Als ob du einen Dragoran hast. Auf Level 15. Was ist mit dir denn schief? Oh Mann. So ein Bullshit. Ja, mach deine scheiß Windose, Dragoran. Fakjuran, Majoran, Arschlochjan. Oh, Drecksblubella. Nee. Mann. Kotzen, ansehen. Ich hab verloren, aber ich fühle mich trotzdem besser. Ja, ja, ja. Sehr schön für dich. Halt die Schnauze. Ich hasse dich. Sind wir jetzt schon am Sehen des Zorns eigentlich? Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Wo führt dieser Weg hier hin? Ist mal ehrlich, führt das hin? Zum geilen Item, klar, top Genesung. Da setzen wir doch mal ein paar Tränke ein. Mann. Scheiß Blubella. Ich bin Blubella. Ich mach einen Blättertanz auf dein Lavitat. Viel effektiv. So, dürfen wir das jetzt mitnehmen? Na, die Items decken sich, okay, also zählt das nicht. Ja. Komm, hier dann mir das Zauberwasser können wir geben, aber. Oder? Geht das dann aus dem Beutel raus? Das können wir mal Roosevelt geben, rein theoretisch. Ja, okay, es geht aus dem Beutel raus, dann können wir es nehmen. Dann können wir die Top-Genesung nehmen. Gut, danke schön. Oh, das ist echt zum Kotzen. Mich so auf den Despotar gefreut. Und dann sowas Dummes. Ja, komm, Sitzer Schneider ein Cleveland, wunderbar. Oh, zum Kotzen. Oh, dass ich auch jedes Mal gefragt werde. Ja, natürlich möchte ich den Zerschneider einsetzen, wenn ich den scheiß Baum anspreche. Denkst du, ich will den jetzt nicht einsetzen, oder was? Willst du kämpfen? Na, wie geht's dir? Ich bin Mipko vom Mittwoch. So, Essen, heute ist Mittwoch. Freut mich, dich kennenzulernen. Nimm dir bitte ein Souvenir. Schwarzgurt. Hm. Ja. Inspire. Komm, weg damit. Okay, heute, ja, jetzt ist tatsächlich Mittwoch. Also geht die Uhr tatsächlich in den Spielen nach meinem Laptop. Nach meiner Laptop-Uhr. Ich meine nach meiner Gameboy-Uhr. Entschuldigung. Natürlich, nach meiner Gameboy-Uhr. Oh, ist aber zum Kotzen, Ja, Schutz wirken mehr ist auch zum Kotzen. Ist aber so. Mann, ich werde mir jetzt den ganzen restlichen Part darüber aufregen, dass Slavita tot ist. Wegen sowas dumm von mir auch. Das war wirklich auch dumm von mir. Sorry, dass ich so dumm bin. Oh, ich hasse diesen Zerschneider-Scheiß. Warum muss man alles hier mit so Schneider machen? Top Äther, ja wunderbar. Steckst dir doch sonst wohin. Oh, so eine Knochenkotze. Yippie, yeah. Ich freue mich. Ja, natürlich möchte ich den Zerschneider einsetzen. Mir willst du mich das heute noch fragen? Ist es hier lang? Keine Ahnung. Ich will erstmal zu dem einen Haus dorthin.
Ich habe keine Ahnung, was dort drin ist, aber wird schon wichtig sein. Wahrscheinlich ist dieses, keine Ahnung, Haus. Du bist wieder herumgekommen. Ich habe ja meditiert. In mir ist eine neue Kraft zum Leben erwacht. Lass mich meine Kraft mit deinem Pokémon teilen. Nimm dies Kind. Kein Power oder so? Also nicht. Siehst du, das ist Kraftreserve. Sie bringt die wahre Kraft der Pokémon zum Vorschein. Vergiss nicht, Typ und Stärke. Toll, hat sich ja richtig gelohnt, für eine Kraftreserve hier hochzukommen. Yeah! Sorry, dass ich gerade so ein bisschen sarkastisch und angepisst bin, aber ich denke, das versteht man, oder? Aufgrund meiner eigenen Dummheit, Lavita verloren. TM43, was ist das denn Spannendes? TM43 haben wir gerade gefunden. Scanner, ja wunderbar, die beste TM, die es gibt. Neben Schutzschild, das habe ich gebraucht und gesucht, du. Oh, jetzt erstmal wieder die ganze Zerschneiderböbel zerschneiden, damit man zurückkommt. Dass sie nicht zerschnitten bleiben, ist auch eine Frechheit. Aber okay, regen wir uns ein bisschen ab, okay? Okay. Mann. So, wunderbar, sind wir hier zumindest mal wieder raus aus der Scheiße hier. Und finden weitere Trainer oder auch nicht, oder ich weiß auch nicht, was wir hier noch suchen. Suchen den Zorn des Sees. Den suche ich auch. Den Zorn des Sees am besten. Ja, ich hätte den Nidoking fangen sollen und besser drauf aufpassen sollen, dass ich es hätte fangen können. Es war dumm. Das hätte zumindest den Bodentyp wieder in unser Team gebracht. Juhu. Aber ich war ja der Meinung, nö, wir haben doch schon einen guten Bodentypen hier. Den bleiben wir auch. Das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass der jetzt sterben würde. Ich liebe Pokémon, deshalb habe ich angefangen Pokémon zu sammeln und damit werde ich auch nicht mehr aufhören. Dein Freund da unten ist ein Arschloch, richte ihm das bitte von mir aus, ich hasse ihn. Komischer Pokémonier Koji. Bisaflor, das hätte mich auch killen können. Aber ich habe jetzt Wilson vorne und er macht kurz einen Prozess mit dir. Fuckviech. Bisaflor. Blubella. Scheißvieh. Denn du kannst nur Wachstum und einschläfern. Macht's einfach einen Blättertanz. Naja, gut. Level 28 für Wilson, immerhin. So, wie konntest du mir das antun? Ich weiß doch auch nicht. Ich kann's einfach. Route 43, See des Zorns, Mahagonia City. Ja, ich hab kapiert, dass das hier zum See des Zorns führen wird. Haus des Profi-Anglers, ob der mir wohl eine Angel geben wird? Der See des Zorns ist eigentlich ein Krater, der durch wütende Geradas erschaffen wurde. Der Krater füllte sich mit Regenwasser und so entstand der See. Diese Geschichte erzählte schon der Ur-Ur-Großvater meines Großvaters. Früher konnte man hier quicklebendige Karpados fangen, aber ich verstehe nicht, was hier geschieht. Er gibt mir keine Angel. Sei läppisch. Sei täuschend fast schon. Täusch mich meine Augen? Ich sah ein rotes Gyarados im See, aber ich dachte Gyarados in blau. Das ist ein Shiny, meine Liebe. See des Zorns, auch bekannt als Gyarados See. Die Gyarados sind wütend. Das ist ein böses Omen. Erstmal will ich meinen Encounter für den See des Zorns fangen. Das Gyarados ist mir erstmal egal. Grundsätzlich. Haben wir schon. Wir haben Pipi schon. Pipi fange ich nicht. Wir haben Pipi schon. Auf der Box. Nein, das ist Tubes. Ich sagte gerade, haben wir schon. Okay, ich werde gleich angeln. Ich werde mal angeln und schauen, was bringt. Nicht einmal angeknabbert. Jetzt knabbert was an. Ja, wunderbar. Oder hat er was angebissen? Dann zeig mal her, was da an der Angel ist. Rabauz. Ui. Das gefällt mir. Das ist ein Pokémon, was ich gerne mit reinnehmen würde. Ins Team tatsächlich, weil das ist gar nicht so verkehrt. Das können wir auch
glaube ich, dann recht schnell zu Fickley machen. Oder halt, oder welches, was es auch immer wird. Ich würde mich da sogar überraschen lassen, was es werden würde. Aber ein Kampf-Pokémon zu haben, ist gar nicht mal so verkehrt, oder? Ich meine, den Typen haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht abgedeckt. So, jetzt mach keinen Crit, Dodo. Okay. Mach einen Crit, aber keinen zu starken. Das ist okay. Von daher, Rabouts nehme ich gerne. Wollte ich am Anfang schon mal das Let's Plays haben. Bekam ich aber nicht. Dann vielleicht jetzt. Gar nicht mal so verkehrt. Gar nicht mal so verkehrt wäre das. Das war ein schwacher Trost für Larvitar, aber ich nehme es gerne. Ja, ich mal schauen, zu was ich es machen kann. Auf welchem Level sich das Ding entwickelt. Und dann mal schauen, ne? Alles für den nächsten Part an. Es war nicht groß, aber dennoch unübersehbar. Es schlägt jederzeit ohne Vorwarnung zu. Und Rabouts bekommt einen Spitznamen, der lautet McKinley. Ich weiß nicht, das würde zu jedem der drei passen. McKinley. Irgendwie passt es zu allen dreien. Von dem, zu was es sich entwickeln kann. Wunderbar. Wunderbar. Sind hier noch Trainer am See des Zorns, würde mich jetzt interessieren. Weil wenn ja, würde ich die erstmal und dann kümmern wir uns das, um das rote Gyarados heute noch. Das machen wir auf jeden Fall noch. Aber erstmal würde ich gerne rumgehen um den See des Zorns, um abzuchecken, ob hier noch irgendwelche Trainer auf uns warten. Ich habe gehört, dieser See entstand durch wütende Gyarados. Ich frage mich, ob da eine Verbindung zu der momentanen Situation besteht. Wer weiß das schon. Aber hier scheint nichts weiter zu sein, tatsächlich. Enttäuschend, fast schon. Möchte man meinen, obwohl vielleicht auf der anderen Seite noch was? Bezweifelt zwar, aber... Können ja mal schauen. Können ja mal schauen, warum nicht, ne? Kostet ja nichts. Na gut, hier scheint nichts mehr zu sein, kümmern wir uns um das rote Gyarados. Das rote Gyarados. Ja, das muss, glaube ich, auf Witz machen. Weil der kann auch am besten damit angreifen. Garchar! Er kann noch am besten da angreifen, würde ich sagen. Und das ist das shiny rote Gyarados. Ja, wunderbar. Level 30 ist es. Ist okay. Ich hasse ja Gyarados. Also gerade so... Gyarados ist immer so ein Pokémon, was unglaublich nervig sein kann. Diesen Typen ist, den du eigentlich nur mit Elektro besiegen sollst. Ah ja. Das ist jetzt ein Problem. Mal schauen, Kater. Aber Gyarados ist zumindest verwirrt, das ist gut. Sag mal, taktiert der mit mir hier? Noch ein Biss sollte mir aber nicht wehtun, also halt nicht so sehr wehtun, dass ich Kater verlieren müsste. Silberblick, okay. Da wechsle ich jetzt dann doch mal. Weil ich Angst habe vor noch ein Biss. Der kann dann doch ein bisschen wehtun. Fuchtler, ist okay. Zieh mal einen Geowurf ein. Hier müsste jedes Pokémon ein bisschen ran. Ist ein bisschen anstrengend, aber solange wir das Gyarados irgendwie fertig kriegen, ist mir das relativ wurscht. Krass. Ich gedacht, dass mir das Gyarados so viele Probleme bereitet, aber alles noch im grünen Bereich. Ich meine, da hätte jetzt auch Larvitar nicht geholfen, wenn wir ehrlich sind. Und wir finden die rote Haut. Wunderbar. So, müsste jetzt nicht das Team Rocket hier langsam verschwinden? Nee, aber da ist ein gewisser Trainer. Und ich habe Angst beim Zurückgehen, dass uns noch jemand anfällt. Weil ich glaube, ich erkunde mich ja immer so ungefähr, was passieren wird. Und ich bin der Meinung, ich habe mich darüber erkundigt, dass ein gewisser jemand bald wieder auf uns treffen sollte. Von daher heile ich mal unsere Pokémon hoch. Wenn dieser gewisse jemand uns jetzt angreifen sollte noch, dann machen wir den noch, natürlich. Damit ich muss ja irgendwie zurück nach Maragonia City kommen. Dieser See ist voller Gyarados, aber sonst gibt es hier nichts. Die Kabados werden also gezwungen, sich zu entwickeln.
Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Flo, ich bin Siegfried, ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Flo. Man kann sagen, dass du ein Trainer vom bemerkenswerten Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Ja sicher, exzellent. Sieht so aus, als würde jemand die Carpados im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten, Flo. Okay. Ich weiß nicht, greift uns jetzt noch hier Dings an? Der Vollidiot, also Silber? Na schauen. Ich werde erstmal zurückgehen. Oh, die verlangen immer noch Zoll. Toll, ich hätte nicht hier lang gehen sollen. Na okay. Ist egal. Ist egal. Alles halb so wild. So, aber wir gehen jetzt zurück nach Mahagonia City. Hoffe, dass mich dort keiner anfällt. Okay, mich fällt ja keiner an. Dann gehen wir zum Pokémon Center, heile meine Pokémon, leg Lavita ab. Ah, wobei Lavita lege ich offscreen ab. Es hat mir gute Dienste erwiesen. Und ich bin sehr traurig, dass es weg ist, tatsächlich. Aber es ist Bullshit gewesen. Ich meine, ich hätte besser drauf aufpassen können, ich weiß. Naja, aber gut. Für den nächsten Part nehme ich dann Rabots wahrscheinlich mit rein. Wahrscheinlich wird es sogar schon entwickelt sein, eventuell. Ich muss mal schauen, wann es sich entwickelt. Aber ist auch egal. Bis dahin sage ich erstmal Tschüssikowski, euer Floss TV. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Abo, lasst ein Däumchen da und schreibt einen Kommentar. Ein bisschen verdreht, aber egal. Auf jeden Fall Tschüssikowski, euer Floss TV. Bye, bye.